Aloha, meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich. Ich habe gerade ein Video aufgenommen zu dem Thema die Kinder der neuen Zeit. Ich wurde gefragt, ob ich da was channeln kann zu diesem Thema für unsere Kinder, eine Botschaft. Und da zeigte sich heute die venusische Energie sowie auch die solaren Wesen. Und da kam so viel Information, dass ich jetzt das tatsächlich so mache, dass es mehrere Teile gibt zu dem Thema die Kinder der neuen Zeit. Denn sie sagen, es ist eine Energieübertragung und sie möchten was fürs Kollektive bewegen. Sie möchten dir diese Essenz, diese Liebe in dein Herz legen. Und so zeigte sich heute die venusische Energie. Und sie haben gesagt, sie möchten das Thema die Kinder der neuen Zeit, um in dieses Thema einzusteigen, möchten sie zuallererst mit unserem inneren Kind arbeiten. Ja, das war sehr spannend, dass sie uns nach innen, zu unserem inneren Kern geführt haben. Und sie haben da eine Energieübertragung gemacht. Das wirst du dann alles sehen bei dem ersten Teil, bei dem Video. Und es war sehr interessant, die Information, denn sie haben gesagt, das innere Kind steht auch für unsere Immunstärke, ja? Also wie kraftvoll unser Immunsystem arbeitet. Denn das innere Kind, das geheilte innere Kind, darf lebendig sein. Und diese Lebendigkeit nährt unseren physischen Körper, denn das innere Kind ist Träger unserer Flamme, unserer Lebensflamme und diese, also sozusagen diese Lebensenergie, ja, das Qi in uns und diese Lebensenergie, wenn das frei fließen kann, dann ist der energetische Körper versorgt und somit auch der physische Körper. Und wenn das innere Kind aber in uns, dieses verletzte innere Kind oder dieses verlassene innere Kind oder sogar auch das leblose innere Kind, wenn das innere Kind sich nicht frei geheilt erleben kann, so kann es zu energetischen Stauungen kommen, was wiederum bedeutet, energetische Stauung, das haben wir auch bei der Frequenzschulung gelernt und gezeigt bekommen, es zeigt dann auch so Knotenpunkte, es zeigt Ansammlung im energetischen System und so eine Art Stauung. Und das zeigt sich vor allem bei den Gelenken sowie auch über ein geschwächtes Immunsystem. Und sie sagen auch die Ja-Sager, also die Menschen, die sich sehr schwer abgrenzen können. Ja, das geht auch über das innere Kind. Das innere Kind habe ich wirklich so wie die Pippi Langstrumpf gesehen. Das innere Kind ist sehr stark, ist willensstark, ist verbunden mit unserer inneren Seelenstärke, mit unseren Anker in uns. Es fühlt die Stabilität und auch die Bodenhaftung. Also es ist stark und klar, gut verankert im Jetzt. Das innere Kind lebt nicht in der Zukunft. Das innere Kind lebt nicht in der Vergangenheit. Es ist im Jetzt. Also auch das zeigt es, wenn du oftmals dich in andere Welten befindest und sehr schwer verankert bist im Hier und Jetzt, was auch wiederum zeigt, dass die Erdung fehlt. Dann ist das auch so ein Thema des inneren Kindes. Also das haben sie heute eben auch erzählt, sowie auch dieses innere Feuer für unsere Gesundheit. Und das, was wir tun können, ist unser inneres Kind heilen. Wir dürfen unser inneres Kind eine innere Familie schenken, ein Zuhause schenken, wo das Kind lebendig sein darf. Und auch ein starker Kontrollzwang, ja, immer wieder die Kontrolle übernehmen müssen, ja, dieses stetige Kontrollieren, das ist auch herbeigeführt aufgrund dessen ein Mangel oder ein nicht gelebtes inneres Kind. Denn das Kind ist frei schöpfend, im Moment frei schöpfend. Das Kind, das innere Kind ist angeschlossen an diesen kreativen Schöpfergeist, ja, und das fließt. Und es ist ganz wichtig, diesem inneren Kind auch Raum zu geben, um sich auszudrücken. Denn wenn das innere Kind sich nicht ausdrücken kann, wenn es von Glaubensmustern begrenzt wird,
dann entsteht Leblosigkeit in uns. Denn dann können wir nicht all unsere Anteile, das bedeutet unsere Potenziale, entfalten, da wir einen Teil von uns unterdrücken. Leblosigkeit in uns, das führt zu einer Starre, zu einer Begrenzung und dann kommt dieser Kontrollwahn, würde ich jetzt fast sagen. Und das waren sehr interessante Botschaften, die jetzt die solaren Wesen und die venusische Energie uns mitgegeben hat. Und morgen folgt die Ahnenheilung. Und warum kommen all diese Themen hoch? Warum kann ich nicht einfach über die Kinder der neuen Zeit erzählen und sagen, was ich geistig sehe? Weil wir ganz bewusst darauf ausgerichtet werden, wir dürfen diese heilenden Erwachsenen sein. Wir dürfen den Nährboden für diese Kinder bieten. Und so bereiten sie uns energetisch vor. Es ist eine Reise nach innen, um in uns zu heilen, sowie auch eine Reise in unsere leuchtende Zukunft. Denn wir dürfen diese leuchtenden Sonnenkinder begleiten und wir dürfen ihnen das geben, um ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Wir dürfen das geben, was sie stärkt. Und so darf die Pippi Langstrumpf in uns erwachen und in uns auch diese Standhaftigkeit fühlen, die Grenzen, die inneren Grenzen bewahren. Und auch ein Nein sagen ist erlaubt. Ein Nein zu dem Gegenüber ist ein Ja zu mir und meinen Bedürfnissen. Bitte vergiss das nicht. Und ein Abschlusssatz: Es ist niemals zu spät, eine erfüllte Kindheit zu erleben. Hast du es nicht erlebt in deiner Kindheit, so erfahre es jetzt. Denn du trägst die Verantwortung für dich und dein inneres Kind. So schaffe dir Raum, um heute, hier und jetzt ein Abenteuer zu gestalten. Ein Abenteuer für dich und dein inneres Kind. All meine Liebe zu dir und ich freue mich auf das nächste Video. Alles Liebe, Nicole Maela.